Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Die letzte Schlacht der Elfen 8, Version 1.0, möglicherweise wirklich dem allerletzten Part in diesem Let's Play. Wir wissen es nicht, wir haben im letzten Part Nazan besiegt, euer Let's Play Retro und... Euer DSD Steve. Und Alia meinte noch zu Edwin, er soll mal über seinen Charakter nachdenken oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Und nun ja, Edwin hat sich das Ganze wirklich zu Herzen genommen und er hat erkannt, dass er einfach nicht gut ist. Was das jetzt genau bedeutet, werden wir herausfinden, denn wir steuern Edwin mit extrem episch langsamer Laufgeschwindigkeit. Dann sind den Leuten hier wieder... okay. Das sollte deine Frage wohl beantworten, Steve. Oh Mann. Edwin ist böse. Böse. Von Grund auf böse. Was ist los, Steve? Aber ich hoffe nicht, dass er eine Null umbringt, oder? Was ihr getan habt, Meister. Alle tot sind. So, wann redest du so, Nanul? Weißt du, Nanul, ich habe keine Verwendung mehr für dich. Das ist der letzte Teil von Die letzte Schlacht der Elfen. Ihr mich auch töten wollt? Ich nicht richtig sauber gemacht habe. Du bist mir nur noch nützlich. Sterben muss ich jetzt komplett Yoda sein, Meister? So hat er noch nie gesprochen, Mann. Du warst ein guter Sklave. Warum? Warum? Es ist vollbracht. Was ist hier los, Mann? Ich werde Nanuls Körper verwenden, um aus ihm einen starken Untoten zu kreieren. Diese werde meine Burg schützen. Oder er hätte einfach Nanul genutzt, der ihn eh noch weiterhin als Meister angesehen hat. Was zum Teufel ist hier plötzlich los, Mann? Es ist vorbei, Lysia. Diese Map hat er, also wie oft diese Map recycelt wurde, ja? Ist doch wunderschön, das ist eben deren Treffpunkt von deren Clique. Ja, Lazan ist nun erlöst. Ich hoffe, wir werden nie wieder kämpfen müssen. Außer natürlich noch diesen einen Kampf gegen Edwin, so wie es aussieht. Ich frage mich, wo die beiden sind. Die sind bestimmt etwas spazieren. Das ist auch so ein Außerdienstmerkmal, etwas spazieren. Genau, ja? Vor allem sie sind bestimmt... Ich glaube, den nutzt Ankloas auch in Real Life oder so. Irgendwie habe ich ein bedrückendes Gefühl, Liebster. Eine Aura kommt. Du meinst, etwas stimmt nicht mit den beiden? Ja, das ist wahrscheinlich Willi, der gerade auf die beiden zuläuft. Nur etwas mit Edwin. Seine dunkle Aura hat zugenommen. Spürst du sie? Er ist direkt verschwunden, nachdem Alia sich bei uns verabschiedet hat. Du hast recht, das sieht mir erst jetzt auf. Ja, er ist heulend davongelaufen. Edwin ist durchgedreht! Wie meinst du das? Nun, das kann ich auch noch nicht genau sagen, aber ich denke, er will uns alle töten. Er sagt, er will sein Leben weiterleben. Vermutlich wieder alle unterwerfen und alles und jeden foltern, so wie damals. Die gute alte Edwin ist zurück und ihm ist langweilig. Das müssen wir verhindern. Verdammt, was geht nur in seinem kranken Hirn vor? Wir müssen ihn wohl aufhalten. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ja, lasst uns aufbrechen. Was ist hier plötzlich los? Warum sind wir scheinbar noch hier? Okay. Ja, dann speicher mal. Speichern wir mal und gehen direkt zu Edwin. Ja. War das nicht hier? Nee. Na, flieg mal nach links. Ah, du hast recht, hier war's. Hättest auch nach rechts fliegen können. Ist in Ordnung. Es läuft auf selbe hinaus. Was ist hier passiert? Was? Oh mein Gott, er hat aus einem Nanul drei Nanuls gemacht. Weil hast du gesehen, wie er die Grafik genutzt hat, weil er keine Untoten-Grafik gefunden hat mit dem Minotaurus, hat er einfach die jetzt gerade nach unten so geschoben. Aber guck mal, der kann sich selbst in die Luft sprengen. Ah, schon wieder. Das hat mir ehrlich gesagt schon ziemlich lange nicht mehr. Ja. Also wenn diese Technik fand er auf jeden Fall gut. Oh Mann, ey. Kannst du da einfach explodieren, danke. Ja, danke. Das dachte ich mir auch gerade eben. Explodier bitte einfach. Haben wir es gerade noch geheilt? Nee. Als würden wir uns automatisch nach einem Kampf heilen. Wir sind einfach nur ein Level aufgestiegen. Das ist äußerst notwendig zu diesem Zeitpunkt des Spiels.
Na, ich bin ja schon dabei. So. Gut, dass wir noch diese ganzen Tränke haben. Mana-Flasche. Oh Mann, ey. Da denkst du, mit dem Spiel ist es vorbei, aber nee, da geht's einfach immer noch weiter, ne? Ja. Mal gucken, wie viele in der Nullze noch angerannt kommen. Ja, da haben noch einer. Alter. Also die platzen schneller, als man gucken kann, ne? Aber weißt du, ich verstehe jetzt. Er hat jetzt eine Nulls Essenz gebraucht, ja, ist wie bei dem Zerg. Und jetzt kann er neue in der Nulls herstellen, weil jetzt ist eine Null Teil des Schwarms. Ja, also funktioniert das bei dem Zerg. Ja? Meine Starcraft könnte gespielt haben, das ist durchaus wahrscheinlich. Und Starcraft, so bist du dir ganz sicher? Und so könnte man auch, na, ich meine, im Blizzard Launcher hatte da und Starcraft 2 gab es deutlich kostenlos, wenn du ein anderes Blizzard-Spiel besitzt. Es hört aber auch einfach nicht auf, Mann. Schade, ich hätte eigentlich alle gerade explodieren müssen, so direkt. Das wäre eigentlich total cool, wenn die einfach mal alle direkt explodieren würden. Das würde uns auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit ersparen. Ich greife einfach nochmal an. Ja, ja. Und fahre den normalen Angriff, ist super duper gut. Sehr schön. Sollten wirklich einfach immer noch ein bisschen zeitiger explodieren. Oh Gott. Wir haben der nächste. Problem ist natürlich, ich muss mich erstmal heilen. Ja, sie hat bei nur noch 157. Ja. Oh nein, das ist nicht gut. Ja, kann ich ja noch nichts gegen machen. Schade. Also, falls das wirklich der letzte Part ist oder sein sollte, dann geht's hier auf jeden Fall auch nicht ohne Game Over. Natürlich. Nee, da kann man auf jeden Fall auch nicht ausweichen. Gehen. Aber mach auf jeden Fall mit ihr nur Heilung und die anderen schlagen einfach zu. Ja, ich versuche es doch. Vor allem, wenn es wenigstens auf die Schutzschild geben würde oder so, ne? Oder in die Luft fliegen. Ja, möglicherweise gibt's sowas vielleicht sogar, ich weiß es nicht. So ein Schaufler. Und dann darf er keine Abwehr machen, weil dann bekommen wir doppelten Schaden. Wirklich, Steve, bitte, keine guten Spiele erwähnen. Wir haben es möglicherweise bald geschafft. So. Okay, auf jeden Fall die Zeit nutzen und heilen. Ja, ja, die Zeit nutzen und heilen und speichern. Und dann nochmal speichern. Ja. Ich meine, irgendwie haben wir eine Menge Trefferpunkte, aber die Gegner machen uns auch extrem viel Schaden. Richtig. Ich denke mal, Edwin wird oben sein beim Drachen oder so. Ich habe keine. Du kennst dich noch mit dem Aufbau des Schosses aus? Ja. Sehr rechts gut. Geht zu den Gemächern und nach links geht's zum Drachen hoch. Ach, dann werden wir da wahrscheinlich direkt hingehen. Also wo der Drache immer geparkt hat, ne? Also jetzt haben wir den ja. Oh Mann, ey. Er hat Nanul getötet, was für ein Schwein. Und er hat aus Nanul ganz, ganz viele Nanuls gemacht. Also wo müssen wir dann gehen? Hinten links oder was? Ja. Dann oder geht das mal nach rechts vielleicht, zu den Gemächern. Vielleicht ist da was Cooles. Du meinst, dass sich irgendetwas in diesem Spiel verändert hat, was zu unseren Gunsten sein könnte? Wirklich in die letzte Stadt? Nein. Nein. Nein, einfach nur nein. 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 Ja, Fade out. Zeit für einen epischen Augenblick. Vor allem, warum greifen Alia und Stegra nicht einfach ein? Weil die gerade anderes zu tun haben. Warum war da jetzt so ein epischer Fade-Out, wenn danach nichts kommt? Jetzt kommt was. Da seid ihr ja. Ich habe euch bereits erwartet, ohne dass ich mit dem Rücken zu euch stehe. Warum, Edwin? Jetzt wäre cool, wenn er einfach sagt, ja, ich wollte mit euch gerade Geburtstag feiern, aber wenn ihr kämpfen wollt, ne? Warum bist du wieder so? Nun, Farodin, ihr wisst doch, wie das läuft. Anklos ist eben nichts mehr eingefallen und er wollte einfach Schluss mit die letzte Schlacht der Elfen machen. Also dachte er sich, er macht einen letzten Part, in dem einfach nochmal Lazan und so weiter abgestartet werden und ich dann am Ende natürlich nochmal durchdrehe, damit ich auch getötet werden kann. Aber das Lustige ist, was dann am Ende eh wieder einfach nur heißt, er ist nicht ganz gestorben und wir überleben ihn einfach wieder. Das ist es eben. Also wirklich, es gibt immer noch genug Grundlage für den 9. Teil. Genau. Ihr habt ja alles, was ihr braucht. Ich dagegen habe nichts mehr, um mich weiter unterdrücken zu müssen. Du solltest dich in Behandlung begeben, Edwin. Vor allem bei wem? Denn in dieser Welt gibt es doch keine NPCs, die irgendwie Hintergrund oder Inhalt hätten, oder? Ja. Ich brauche keine Hilfe.
Ich werde euch vernichten, damit ich mein Leben weiterleben kann, weil nur so geht das nämlich. Ihr werdet es mir ja nicht gestatten. Doch. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch zu vernichten. Edwin, du bist deine eigene... Edwin, du bist dein eigener Untergang. Deine. Ja. Ich muss es beenden, Farudin. Habt einen ehrenwerten Tod. Edwin, Achtung. Meine Fähigkeit werde ich natürlich gegen euch einsetzen. Deine Doppelgänger. Drei Edwins. Somit ist es nur 3 gegen 3. Das ist fair. Das ist genau mein Stil. Ich hoffe, die können auch explodieren. Ja. Meinst du, das schaffen wir? Oder denkst du, da werden wir eingreifen müssen? Wir werden sehen, ne? Oh, Mann, Zweifel werden wir wahrscheinlich eingreifen müssen, aber... Gucken wir mal nach. Vielleicht war Ankloas beim letzten Kampf ja so halbwegs gnädig. Ja, bisher geht's. Also heile einfach jede Runde. Naja, ich heile einfach jede Runde und... Bisher sieht's eigentlich ganz gut machbar aus. Bisher sieht's eigentlich machbar aus, man weiß zwar nie, aber... Solange jetzt irgendwie kein krasses Single-Target-Damage kommt oder so. Was ich nicht verstehe ist, warum eigentlich Vidi immer seine Axt niederlegt und dann zuschlagen geht. Seine helle Bade, meine ich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich achte, kann gar nicht so wirklich auf diese ganzen... Nein, ich kann nicht so wirklich auf diese ganzen Animationen achten. Er legt die hin und springt dann in die Luft und macht dann seinen Spell. Überhaupt, warum sollte eine helle Bade tragen? Obwohl, das ist Diablo 3-Style, ne? Ich meine, Diablo 3 nutzt auch Faustkampftechniken und trägst erstmal dabei irgendwelche Schwerter. Wirklich? Ja. Da gibt's auch eine ganz coole Comic zu, ne? Wie so ein Mönch rumläuft in der Truhe. Oh, das ist ein neues Schwert. Da drin ist ein Monster, ich probier's direkt mal aus. Und dann schlägt er auch mit seinen Fäusten auf den Bauch des Monsters drauf und das Monster wundert sich. Krass, wusste ich ja gar nicht, dass das in Diablo so ist. Ja. Also es kann auch mal sein eben, dass du... als Magier auch einfach ein Schwert oder einen Streitkolben halt trägst, ne? Dann darf ich auch mal was machen hier? Mann, ey, dieser 2K-Maker oder 2K-3-Maker, das ist so. Okay, Lebenselixier am besten auf sie, weil sie muss ja, auch noch. Ich sehe gerade, ja, sie ist gerade wirklich ganz schön low. So, Welle der Heilung. Vor allem, das ist jetzt schon wieder ewig her, dass ich dieses Lebenselixier benutzt habe. Und irgendwie ist es immer noch nicht da, oder? Irgendwie habe ich es immer noch nicht benutzt. Lebenselixier, jetzt. Okay, keine Ahnung, was das gerade eben war. Das ist das Dune-RPG vielleicht? Kannst du es irgendwie erklären, Steve? Nee, kannst du nicht erklären. Ich weiß auch nicht ganz genau, jetzt für was halt... Hast du es gerade gesehen? Jetzt haben wir gerade noch mal das Ding benutzt. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass es auf den... Also du hast ja einen Stapel, auf den die ganzen Befehle drauf gehen. Und der wird nämlich halt mal ganz seltsam abgearbeitet. Falls man da überhaupt von Abarbeiten reden kann. Ich glaube eher, dass auf diesem Stapel die Events landen, die werden in zufällig einer zufälligen Reihenfolge ausgewählt. Ja, genau so wie gerade eben. Ja, wie lange ich jetzt warten musste, bis Willi endlich hier seine Zauber nutzen konnte, weil er ja gar keine MP hatte. Also, ja, keine Ahnung, was das soll. Aber es scheint machbar zu sein. Ja, wie gesagt, bisher, wir haben keine Probleme. Es dauert einfach nur, aber es muss eben maximal episch sein. Und wenigstens fängt Edwin nicht mit irgendeinem Zauber an, um sich selbst zu heilen. So, hier, Lebenselixier. Aber es ist auf jeden Fall eins schon der... Also es zeigt, dass Geschwindigkeit halt nicht alles ist, ne? Das ist ja genau das Gegenteil von eigentlich wie auf Chaos 1, das Kampfsystem so ungefähr, ne? Und trotzdem ist es scheiße. Es ist einfach viel zu schnell. Ja. Wirklich, ja. Wie kann man denken, dass sowas auch nur ansatzweise gut ist? Wirklich, ich habe noch nie so ein schnelles Kampf, vor allem ist es wirklich, durch die Animation wird es sogar, laggt es ja eigentlich mehr oder weniger, ja. Richtig, genau. Ich finde auch cool, wie eigentlich Farodin das, sein Schwert gar nicht in der Hand hat, siehst du das? Warte mal, ich muss hier schon wieder Tränke verteilen. So, in der Theorie hat es ihn genommen, aber siehst du, ihre Welle der Heilung hat schon mal vorher getriggert, jetzt ist noch der Eisbild noch getriggert. Ich verstehe auch nicht, in welcher Reihenfolge das hier alles vor sich geht. Hier, jetzt ist er gleich tot, das ist totaler Quatsch. Ja. So, dann versuche ich ja mal so ein Auferstehungs... Super. Jetzt verlieren wir den Kampf auch noch.
Und wir verlieren ihn, weil... Nein, nein, sie lebt gerade wieder. Jetzt ist sie tot. Jetzt ist sie tot. Eure Niederlage wird Auswirkungen haben. Wir gucken mal in diesen Kampf rein, weil das ja. ist doch schon wieder unglaublich anstrengend. Wir hätten ja mehr oder weniger gewinnen können, aber das Kampfsystem, das Anklos hier gemacht hat, mit Hilfe vom RPG Maker 2K3 und Dünn RPG, das ist einfach totaler Schwachsinn. Also das überlagert sich wirklich so dämlich. Vor allem das Problem ist, wir sind sozusagen schneller, als das Kampfsystem reagieren kann. Ziemlich oft ist es so, dass wir eine Fähigkeit ausgewählt haben, aber noch bevor die Fähigkeit im Kampf passiert, sind wir wieder dran und können eine neue Fähigkeit wählen. Ja, ja, richtig. Das ist wirklich totaler Käse einfach nur. Also wirklich, was er sich dabei gedacht hat. Deswegen, wir haben die jetzt ja einfach mal ein bisschen runtergeregelt, weil das einfach blödsinnig ist. Und wir hätten es beim letzten Mal eigentlich noch schaffen können, wenn wir einfach rechtzeitig geheilt worden wären. Aber nein, die Gegner waren plötzlich irgendwie alle 10 Mal hintereinander dran und Blödsinn. Aber hey, dafür haben wir den Maker und dafür habt ihr die letzte Schlacht der Elfen. Ich habe versagt. Verdammt. Du warst stark, Edwin. Und nun gehe ehrenhaft von uns. Ihr könnt mich mal. Ich werde niemals sterben. Ihr Maden. Abgehauen. Hey, es muss wohl doch weitergehen mit der letzten Schlacht der Elfen. Ich kann ihn spüren, wo er geflüchtet ist. Wir verfolgen ihn. What the fuck? Was? An den Rand der Welt, so wie es aussieht. Edwin, guck mal, er hat nur noch einen Trefferpunkt. Das ist geil, oder? Ja, wir sind ja auch gerade geflohen. Okay. Schöner Wasserfall. Der gibt gar keinen Sinn. Heil dich mal noch nicht, bitte. Heil dich mal nicht. Noch nicht. Wir haben ja gespeichert. Denkst du wirklich, dass das irgendwie einen Unterschied macht? Ich heil mich jetzt mal. Ich will einfach nur wissen, ob es einen Unterschied macht, aber ich glaube nicht. Siehst du? Ja, das ist dumm. Das hätte mich auch wirklich extrem gewundert. Ja, das nein, hat... aber vielleicht... Wir haben jetzt die Eisen zu verschwenden. Ich kann nicht mehr. Ich werde müde. Was für ein schmalen Grad geht hier eigentlich hoch? Verdammt. Papa und Mama, ich liebe euch. Wir dich auch, Zand. Wir sind stolz, dich als Sohn zu haben. Ja, Zand, du bist unser Ein und Alles. Lasst uns auf ewig unsere schöne Zeit genießen, im Himmel. Jetzt dürfen wir wieder Farodin steuern. Ja. Oh, das wird so episch langsam gehen müssen. Maximal episch langsam. Oh mein Gott, diese Blutflecken. Ich glaube, entweder hat seine Tage. Verdammt. Aber ihm wird ansonsten... Und siehst du, immer bei den Baumstämmen, ne? Also da... Edwin. Er hat es nicht überlebt. Er war zu sehr verwundet. Soll ich ihn wiederbeleben, Leute? Warum musste es nur wieder so kommen? Edwin, Edwin, Edwin. Schon wieder. Wir werden ihn bestatten. Was können wir noch für ihn tun? Oder wir beleben ihn wieder. Wir werden nur noch seine guten Seiten in Erinnerung behalten. So kann man auch Sachen verdrängen. Ich denke, er möchte es so. Also nichts. Weißt du, das Schlimme ist, auch wenn die Reihe irgendwie Trash und Crap und so weiter war, und ich hoffe nicht, dass es vorbei ist, Mann. Ich verbinde so viele schöne Erinnerungen mit dieser Reihe und ich würde wirklich so gerne noch einen 9. Teil spielen. Wirklich, wir müssen Ankros auf jeden Fall nochmal... Ja. Sein Forum und so weiter gibt's ja, ne? Also deswegen, wir werden ihn auf jeden Fall anschreiben, dass er unbedingt einen 9. Teil machen soll. Ich werde mich auf jeden Fall in dem Forum anmelden. Neben seinem Sohn sollte Edwin seine letzte Ruhe finden. Er war ein gebrochener Mann.
Er hatte nichts mehr, wofür es sich lohnt zu leben. Es tut mir leid. Da muss man sich eben neue Sachen suchen, für die es sich lohnt. Zend hätte ihn geändert. Wir wissen leider nicht alles über seine Vergangenheit. Er war seelisch krank, im Gegensatz zu mir. Ja, also ich glaube, er sollte gerade überhaupt nichts sagen. Ne? Keiner wusste von uns, wie es in ihm vorging. Ich hoffe, er hat seinen Frieden gefunden. Ich hoffe, das werden wir dann im nächsten Teil herausfinden. Ich hoffe, wir können nun in Frieden leben. Ich meine, er kann ja jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Hat ja Willi damals auch gemacht. Ja, eben. Und ich meine, Edmund war ja auch schon mindestens einmal tot. Genau. Er wird nämlich im fünften Teil getötet. Richtig. Wird dann von Sonea wiederbelebt. Also kann er auch wiederbelebt werden. Ja, eben. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, wir bleiben Freunde, Willi. Freunde mit, du weißt schon, speziellen Vorteilen. Natürliche Freunde. Oh Mann. Ich hoffe nicht, dass das wirklich der Abschluss dieser eigentlich echt coolen Reihe ist. 3 Jahre sind vergangen. Wow, und siehst du, das geht genau so aus. Genauso wie eine Idee. Ja, genau. Oh. Mama, Papa, wann kommt denn nun mein Patenengel? Wann kommt denn nun mein Patenonkel Willi? Ich habe ja von euch das Sprechen gelernt. Ja, müsste gleich da sein, Selina. So cool, Onkel Willi. Guten Tag, Freunde. Ich möchte noch mal ganz kurz betonen, dass Willi der Endboss des ersten und zweiten Teils war. Ja. Ich finde das wirklich, nein, das kann einfach nicht das Ende sein. Vor allem, ich finde das total kacke, dass ausgerechnet Edwin sterben soll. Ja. Nächstes Mal nimmst du die Tür, Willi Trulis. Wieso denn das? Der kleinen Selina gefällt es jedes Mal, wenn ich so erscheine. Oh ja, du bist so cool, Onkel Willi. Danke, Willi Trulis, dass du dich heute um Selina kümmerst. Mache ich doch gerne für meine Kleine. Und? Was macht ihr heute Schönes? Ich will in den Zoo, Onkel Willi. Zoo. Selina hat entschieden, wir gehen in den Zoo. Ach, schon wieder in den Zoo, aber kein Blödsinn machen. Ja. Der Unsinn. Der Zoo ist ein ziemlich guter Ort, wo Kinder sterben können und wo andere Leute wiederbelebt werden. Fein. Danke nochmal, Willi Trude. Gerne. Wollen wir Selina? Ja. Hey, Willi Trulis, so war es nicht abgemacht. Ihr sollt zu Fuß. Bis später. Gehen. Macht einfach das, was er will. Selina liebt ihren Patenonkel. Nein. Liebt ihren Patenonkel. Liked auch diesen Part. Also sollen die zwei ihre Zeit verbringen, wie sie möchten. Du hast recht, Liebste. Ich hoffe, Willi macht mit ihr nichts Unanständiges. Ja. Das Thema gab es tatsächlich noch nicht in der Reihe. Ja, die letzte Schlacht der Elfen 8. Ein Spiel von Ankloas Version 1.00. Das Spiel ist beendet! Ich hoffe, dir hat die letzte Schlacht der Elfen gefallen. Ja, das hat sie. Die letzte Schlacht der Elfen ist vorbei. Du warst ein Teil der Geschichte und du warst dabei, wie sie beendet wurde. Dafür bedanke ich mich, lieber Spieler. Ich hoffe, du hattest Spaß, die Geschichte zu verfolgen. Ja, da meldet sich auch Ankloas noch ein letztes Mal. Oh Mann, ey, wirklich, ich habe gerade so ein flaues Gefühl im Magen. Steve, ja. Du kannst mir nicht sagen, dass also, es... Also, man muss ja mal ganz kurz eine kleine Lanze auf die Reihe brechen, ja? Ja, mach und sag, bring jetzt also, mal den Spruch. Also, ja, die Reihe ist offensichtlich Trash. Na, ich meine, ich glaube, das ist nicht so, wie man diskutieren muss. Aus handwerklicher Sicht reden wir hier klar von Trash. Aber sie hat einen gewissen Charme und Ankloas hat etwas geschafft, das irgendwie kein anderer so geschafft hat in der deutschen Maker-Szene.
Ja, also ich meine... Anklos ist halt eine Kultfigur geworden und man kann auf jeden Fall sagen, dass mehr Leute sein Spiel kennen als jedes einzelne Spiel von Calvin zum Beispiel. Ja, genau, genau. Na, und ich hatte mit Letzte Schlacht der Elfen auf jeden Fall mehr Spaß als mit den Calvin-Spielen, die ich bisher so gespielt habe. Ja, wir haben ja bisher, sagen wir mal, anderthalb Calvin-Spiele gespielt und wir hatten bei Eterna haben wir einfach gemerkt, Calvin-Spiele sind nichts für uns. Ja, ja. Wir ja. würden lieber mehr Spiele von Anclos spielen. Das werden ja. Wir werden wahrscheinlich auch zukünftig noch das ein oder andere Spiel von Anclos auf meinem oder auf Steves Kanal zeigen. Ich sage jetzt einfach mal aktuell eher auf meinem Kanal. Ja, nee. Du bist ja noch da! Na gut, eine letzte Szene. Sehr schön. Ein bisschen Fanservice gibt's immer noch. Jetzt kommen die beiden zusammen. War doch klar, komm schon. Wir wissen doch, worauf Willi steht. Das, liebe Seluna, war unser Camp. Sehr sparsam, Willi Trulith. Eine tolle Frau bist du, Ich dachte, ich habe Hängetitten, die mir bis zum Knie gehen. Das war ja nur Spaß, meine Liebe. Du bist so gerne süß. Naja, flirten kannst du schon mal gar nicht. Ist das ein Korb? Nein, mein lieber Willi, ich finde dich sehr toll. Du machst mich so heiß. Ach, Willi, du bist einfach unverbesserlich. Ach ja, ein wirklich schöner Abschluss. Ja, Willi kommt jetzt also noch mit der zusammen, oh Mann. Also, wie gesagt, also theoretisch, es kann weitergehen. Also die Grundlagen dafür sind auf jeden Fall da. Ich kann mir das richtig. Schon vorstellen. Also wie gesagt, dann gibt es eben Willi mit ihr in dieser Kombination. Ne? Edwin wird irgendwie aus irgendwelchen Gründen wiederbelebt. Vielleicht auch Sand oder was auch immer. Und Gilbert muss irgendwie auch wiederkommen. Und ja. Vielleicht ist es gut, dass der tot ist. Aber ansonsten, also es gibt auf jeden Fall noch Potenzial. Und ich würde es wirklich sehr schade finden, weil... Was ich gut fand noch an den Teilen, also aus Gameplay-Sicht war er leider schlecht. Ja, also wenn wir jetzt also nochmal, wenn wir jetzt nochmal diesen Teil jetzt in der kompletten Konstellation sehen, dann war er auf jeden Fall weder besser noch schlechter als die anderen. Ne? Er hatte halt seine eigenen Sachen. Aus Gameplay-Sicht her war er schrecklich. Ja, also aus Gameplay-Sicht war ich glaube, kann man dabei bleiben, dass der dritte Teil wahrscheinlich der beste war. Was Rechtschreibung und Grammatik angeht, hat Anclos natürlich immer noch seine Eigenheiten, aber es ist im Großen und Ganzen schon echt erträglich geworden und bei den Eigenheiten bin ich eigentlich auch froh, dass er sie hat. Ja. Grafisch hat er sich irgendwie nicht wirklich entwickelt. Nee, überhaupt nicht. Was halt schade ist, dass er, das merkt man halt, dann irgendwo doch faul war zum Teil. Also wenn ich überlege, was er mal für Features versprochen hat, nicht kommen, das ist, wie gesagt, das hat weniger was mit Faulheit zu tun, als mehr mit technischem Unvermögen bestimmt auch. Und, okay, bestimmt auch mit Faulheit, wenn er sich mehr Zeit nehmen würde, könnte er das vielleicht auch alles hinbekommen, aber... Ich meine, er hat sich ja sogar mit Dune RPG auseinandergesetzt, das ist eine gute Sache, das machen tatsächlich nur wenige. Also das ist ja wirklich erstmal was Positives, er hat ja irgendwo auch versucht, was zu machen, aber dann scheinbar doch irgendwo die Lust verloren. Ja, ich meine, es ist ja auch positiv, dass er sich wirklich mehr mit seinen Figuren tatsächlich beschäftigt hat. Das merkt man ja eigentlich auch, ne? Aber ist irgendwie trotzdem ein bisschen schade, in welche Richtung das so gegangen ist. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Also ich hätte es wirklich sehr schön gefunden, wenn wir sozusagen den achten Teil mit der wirklich unwahrhaftigen Party sozusagen noch beendet hätten. Also ich finde zum Beispiel Lysia hier im achten Teil, das... Ja, hat alles ein bisschen gekünstlich gewirkt, ja. Genau. Also ich persönlich hätte Lysia gar nicht gebracht, ja, die ich weggelassen. Und ich hätte wirklich Farodin mit Alia zusammenkommen lassen. Weil es wäre damit sie jeden hatte. Ne, weil einfach da eine super Spannung in der Gruppe gewesen wäre. Ne? Ich meine, überleg mal, sie hatte was mit jedem gehabt. So, Farodin ist jetzt mit der zusammen. Ja, und natürlich haben daraufhin, gibt es super Spannungspunkte zwischen Edwin und ihm, zwischen Willi und ihm. Willi und Edwin können sich das irgendwie zusammentun, die haben einmal was gegen ihn haben. Also da hat es einfach super viel Spannungspotenzial gegeben. Stattdessen führt man halt eine andere Rothaarige mit dicken Titten ein, die aber außer das keine anderen Charaktereigenschaften hat. Und dass sie auf Farodin steht. Ja. Ne? Also irgendwie, das fand ich persönlich sehr schade. Nanu hätte ich irgendwie ein Happy End gegönnt. Ich finde das Ende wirklich, man hätte einfach Schuss machen sollen an der Stelle. Lazan ist tot. Ja. Und, das Schicksal der Zukunft ist sozusagen bekannt, ja, dass Stigger und Alia dann einfach diese Licht- und Schattenpositionen einnehmen und der Rest ist einfach offen. Und dann kann man eben wirklich noch, wenn man Bock drauf hat und je nachdem, wie hoch die Resonanz ist, ich weiß nicht, wie lange Anclos dafür gebraucht hat. Aber das war bestimmt nicht länger als ein halbes Jahr. Wenn er Bock drauf hat, kann er wirklich einfach jedes Jahr, so richtig im EA-Stil, einfach einmal im Jahr Letzte Schlacht der Elfen rausbringen. Und Letzte Schlacht der Elfen 2018, Letzte Schlacht der Elfen 2019. Ich würde mich eigentlich wirklich freuen, wenn er das machen würde. Und wie gesagt, wir müssen mal in dem Forum aktiv werden, ihm mal ein bisschen stressen, dass er mal was in die Richtung machen soll.
Ja. Das ist wirklich schade. Und dieser, es gab ja auch diesen einen Typen, der irgendwie versucht hat, die letzte Schlacht der Elfen da irgendwie seine eigene Reihe zu machen. Ich glaube, der hat Spiele, die sind, glaube ich, nicht offline. Oder? Das Lustige ist halt auch, wie er dann meint, die sind schlecht, das Spiel ist ja schlecht gebalanced. Und dann meint er, tja, weil die Teile sind ja auch schlecht gebalanced, ist es noch mein Spiel schlecht gebalanced. Denken wir, nein. Weil Balancing-Probleme hat die letzte Schlacht der Elfen 1 bis 7 nämlich nicht gehabt. Selbst das Spiel hier war eigentlich ganz in Ordnung, nur ein paar Endgegnerkämpfe waren ja totaler Käse. Also genau. Die waren halt alle ein bisschen zu krass gebalanced, also keine Ahnung. Genau. Aber nee, also wie gesagt, mir hat die Reihe wirklich eine Menge Spaß und Freude bereitet, dir natürlich auch und euch lieben Zuschauern auf jeden Fall auch. Und wir sind wirklich äußerst, äußerst, äußerst traurig, dass es jetzt ein Ende findet. Also ich sag mal so, ich würde die Reihe auch sogar, wenn jetzt, was auf immer, Mann, ich muss jetzt Anishinaabe of Chaos oder diese Reihe jemandem empfehlen, was er spielen soll. Ja? Ja, immer die letzte Schlacht der Elfen. Die letzte Schlacht der Elfen. Ja, also. Und wenn ich jemandem empfehlen würde, was er gucken soll, dann auch die letzte Schlacht der Elfen. Ja, also, letzte Schlacht der Elfen hat, und man muss sogar sagen, über die Teile haben die Charaktere sich entwickelt. Ja, es gab auf jeden Fall Entwicklung, es ist auf jeden Fall was passiert, es hat Spaß gemacht, das alles zu verfolgen. Das ist zum Beispiel bei Anishinaabe of Chaos halt nicht wirklich passiert, ne? Nee. Da gab es halt Ellen, ne? Bei Anishinaabe of Chaos haben die Dialoge auch ehrlich gesagt eher genervt, aber. Ja, also, naja, gut, also ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass wir nochmal was von Anflas hören werden. Ich denke auch. Wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwas von ihm hören, wenn einmal die Makersucht gepackt hat. Den lässt sich so schnell nicht wieder los. Ich meine, er konnte sich irgendwie dazu erbarmen, mir seinen 8. Teil fertig zu machen. Auch nach all den Jahren, ne? Richtig, also, genau. Und ich meine, zwischen Teil 6 und 7 sind ja auch irgendwie 3 Jahre vergangen oder so. Genau, ich denke auch, da war auch ein bisschen Abstand dazwischen. Also. Er hat ja irgendwie die ersten 5 Teile innerhalb von 2 Jahren gebracht oder so. Und ich meine, komm schon, letztlich ist es Anklo, also der wird sich bestimmt, weißt du, die Sache ist, er hat einfach diese Figuren im Kopf, er wird sich weiterhin Geschichten zu denen ausdenken. Und ja. Mal gucken, im Zweifel ist Edwin dann vielleicht irgendwie nicht mehr dabei oder wirklich, wer weiß, was da auch immer geschehen mag. Richtig. Wir sind auf jeden Fall super duper gespannt, was da auch immer geschehen mag. Wir sind super gespannt, was die Maker-Welt noch so für uns zu bieten hat, was wir noch so alles für Spiele spielen werden und was wir auch noch so alles für Spiele von Ankluas spielen werden. Steve, hast du noch irgendwas zu sagen, oder? Ja, also das einzige Spiel, wo ich jetzt aktuell noch so viel Hoffnung habe, wie letzte Schlacht der Elfen, ist Jurassic Park. Aber Jurassic Park wird natürlich wesentlich kürzer. Also Jurassic Park haben wir schon nach 4 oder 5 Parts durchgespielt. Ich habe noch in einige Spiele Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung in Charon zum Beispiel und in, wie heißt es noch gleich, Tunguska, das Tor zur Zeit. Das ist ja auch ein ziemlich witziges Spiel. Das sind auf jeden Fall so die Spiele, bei denen ich noch Hoffnung habe, dass sie uns gut unterhalten werden. Und ansonsten wünschen wir euch dann viel Spaß mit unseren vergangenen und zukünftigen Projekten. Und wir würden uns natürlich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Ich würde sagen, bis zur nächsten, letzten Schlacht der Elfen, ob die da kommen mag oder nicht. Mit mir, eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. Ja, bis dahin, schönen Tag, schönen Abend. Tschüss. Tschö.